Was ist denn das? Force of Nature 2. Ja, willkommen bei mir. Ich weiß gar nicht, wie ich heiße. Ich muss mich mal hier frei machen. Ah, ich heiße Underdog Games. Haha, die erste Folge. Und wir werden uns ein neues Spiel anschauen. Gibt's bei Steam aktuell für 13,29 Euro. Force of Nature 2. Ghost Keeper. Ja. Ich werde es mal runterladen und dann werden wir uns gleich wieder sehen und ja, mal sehen, was das gute Stück so kann. Das ist ein quasi blanker Start ins Wochenende. Heute ist Freitag und ich werde mal schauen, wie oft ich hier dieses neue Format ja, leisten kann. Liefern kann. Abliefern kann. Generell richte ich mich an naja, eher erwachsenes Publikum. Ich versuche nicht zu ausfallend zu werden, sodass auch Jüngere mitgucken können, aber es soll der Humor und der Spaß der 20, 30, 40er und Älteren eigentlich getroffen werden. Ja, neues Spiel. Fortsetzen. Koop. Einstellung. Natürlich gehe ich in die Einstellung. Und schau mal nach, was da so los ist. Alle Kreaturen auf der Karte wieder. Also beim Neustart, nein, das machen wir natürlich nicht. Automatisch auf feindliche Angriffe reagieren, das kann er machen. Und das ist auch okay, alles klar. Ton und Dings und Bums. Ton, mache ich mal die Musik ein bisschen leiser vielleicht, dass man hier nicht permanent gegen anschreien muss. Steuerung, die gucken wir uns mal kurz an. Maus left, right, okay. Inventar muss ich mir umlegen. Ich habe nicht so ein tolles Pad. Ich bin Linkshänder und da spiele ich halt eben mit der anderen Hand und da habe ich mir so ein, naja, werde ich noch sehen, so ein Pad geholt. So, also Inventar lege ich mir dahin, herstellen lege ich mir dahin, bauen wird sich zeigen, wird verwendet, wollte ich das böse F-Wort sagen, ernten, naja, wir gucken mal rein. Alles klar. So, und neues Spiel. Oh, das bin wohl ich. Ja, puh. Bin ich eher... Oh, das ist natürlich jetzt schwierig, gell? Ah, das trifft sich gut hier. So, jawohl. Hautfarbe. Oh, ja. Haarfarbe. Weiß ich nicht. So. Nee. Eher grau. Wo haben wir denn grau? Grau ist nicht da. Doch, da ist grau. So. Ja, sehr gut. Stärkere Feinde. Gegner haben mehr Gesundheit und ihre Angriffe verursachen mehr Schaden. Nein, natürlich nicht. Langsamere Herstellung, die Dauer aller Rezepte wird verlängert. Das macht auch keinen Sinn, weil Zeit haben wir sowieso keine. Ich versuche die Videos so in 20, 30 Minuten Abschnitten zu halten. Größeres Inventar. Inventar um 8 Plätze, 8 zusätzliche Plätze vergrößert. Das klingt gut, das nehme ich mal mit, kostet ja nichts. Die Schwierigkeit ist laufend an... Achso, also während dem laufenden Spiel anpassbar. Alles klar. Okay, erstellen Geschlecht. Ich bin natürlich männlich. Wenn nicht, kann ich es ja bestimmt ändern. Und jetzt brauche ich noch einen Namen. Ich muss mich erst an den neuen Namen gewöhnen. Ich hatte mal einen Kanal vor vielen, vielen Jahren. Aber den habe ich aufgrund der Kinder, also des Zuwachses in der Familie, mal schleifen lassen und dachte mir, jetzt, wo alle groß sind, mehr oder weniger, gebe ich nochmal Gas. Erstellen. Bim, bim, bim. Kriege ich die Leiste da unten weg? Bim, bim, bim. Ja, ich kriege die Leiste weg. Willkommen im Modus Vollbild. So, der Charakter bewegt sich mittels Mausklick auf den Zielort. Das hört sich gut an, empfohlenen Modus. Mit Steuerung bleibt du schnell frei zum Nutzen von Skill-Tasten. Ohoho. Oder ich bewege mich mit... Nee, ich will à la Diablo und so. Diablo. So, Maus left nutzen. Lalalala. Ja, okay, Kameraansicht. Mittelmaus halten, drehen, alles klar. Rein, raus, zoomen, auch in Ordnung. Und warum gucke ich so schief an? Ah ja, okay. Alles klar, habe ich kapiert. Oh, da liegt was. Ein zertrampeltes Luftkissen. Hebe Gegenstände auf Space und dann den entscheidenden Text, erscheinenden Text drücken. Nicht den entscheidenden, sondern auf den erscheinenden. Ah ja. Also hier wie Loot-Button, ne? Kaputte Taschenlampe, toll, die nehme ich mit. Bestimmt ganz wichtig, eine kaputte Taschenlampe zu haben. Die Taschenlampe ist kaputt. Eventuell finde ich die Möglichkeit, die Taschenlampe zu reparieren. Ich glaube auch. Und so weiter und so fort. Und der Schraubendreher. Wo habe ich den hingelegt?
benutze das Konstrukt. Konstrukt. Werkzeugkasten, Werkbank. Die Musik ist geil. Beep, 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 beep. Backsteine. Ja, die sind ja leicht bestimmt. Das sind ja Leichtbau-Backsteine, die nehme ich mit. Werkbank. Ach, das wird das Konstrukt sein. Okay, ich guck mal weiter. Werkzeugkasten. Sehr wahrscheinlich wird da... Jawohl, einschrauben. Dreher. Kein Zieher. Bei uns heißt es Schraubenzieher. Ich weiß, das ist nicht korrekt. Aber... So. Ah, ich kann nicht auf die Werkbank klicken. Ich muss das aufmachen und muss dann da drücken. Wenn ich... Control, nee, ist es auch nicht. Okay, ich muss das quasi da drauf drücken. Na gut, bisschen nervig, gewöhnungsbedürftig, aber gut. Die Werkbank hier, super, Taschenlampe ist kaputt. Werkzeuge hier, Schrauben, Dreher. Okay, das ist der Griff von der Lampe. Lampengriff, Werkzeuge, Warteschlange. Chup, aha, und herstellen. Alles klar. So, der Vater repariert die Taschenlampe. Währenddessen die Zombies... alles kaputt machen. Ne, es gibt gar keine Zombies, glaube ich. Diese Geräusche schon wieder. Was ist das alles? Ja, was ist das? Werkzeugkasten, nochmal hingehen. Ist natürlich nichts mehr drin. Und da haben wir hier noch eine Unterhose. Ich will natürlich untersuchen. Gut, die Synchronisation ist nicht so ganz so weit. Kämpfe. Ich will nicht kämpfen gegen das Tier. Okay, also ich muss die rechte Maustaste drücken, um auf das Tier zu hauen. Ich will aber nicht. Ah. Keine gute Idee, einen Waschbär mit bloßen Händen anzugreifen. Ja, gut. Wir lernen jetzt, wie man sich hier mit Waffen gegen einen Waschbär verteidigt. Ah, eine Besenwaffe. Okay, die nehme ich. So, wie ziehe ich die Besenwaffe an? Besenwaffe, Waffe. Alles klar. Und Attacke auf den Waschbär. Ah, cool gemacht. Gut. Gut, gut, verstehe. Ist grafisch gar nicht schlecht, also wenn ich mir das so angucke. Ich laufe also jetzt dem Waschbär hinterher mit dem Schrubber und verscheuche ihn. Ja, ich verscheuche ihn. Habt ihr gesehen, wie der in die Knie gegangen ist? Der ist richtig runter und ist da rausgekrabbelt. Ja. Eine kleine Menge Zement sollte ausreichen. Ich muss immer die Leertaste drücken. Das ist irgendwie ist das, doof. Na gut. Zementpulver. Kann ich rechts klicken? Nein. Shift rechts? Nein. Mist. Doch. Es ist rübergegangen. Shift links? Ah, Shift links. Ich korrekt alles rüber. Super. Schließfach ist leer. Und jetzt kann ich bestimmt in der Werkbank mit Zement mischen. Nee. Aber den nehme ich mal mit, falls wir jetzt hier... Hätte ich besser mal lesen sollen, ne? Wasserflasche hinschmeißen und oben drauf den Zement und fertig ist. Nein. Fertig ist der Kram. Hätte ich doch besser mal ein anderes Let's Play angeguckt. Wüsste ich jetzt, was ich zu tun hätte. Gut, ich laufe hier noch ein bisschen im Kreis und wenn ich weiß, wie es geht, sage ich. Oh, die Taschenlampe war fertig. Super. Kann man auch nicht in die Schnellauswahl legen. Auch gut. Ja. Vielleicht kann ich jetzt die Werkbank benutzen und kann daraus jetzt Zement machen. Darin. Darinnen. Nö, kann ich nicht. Gut. Inventar herstellen. Herstellen. Zement. Zement, Wasser und Dings ist... Zement. Aber übrigens macht man das so nicht. Also Zement ist kein Beton. Zement ist nur so ein, naja, Bestandteil. Da kommt noch Sand dazu und so. Aber egal. So, zum Bau. Öffnen die Konstruktion. W öffnen. Auswählen Standort. Also das, was da blinkt, drücke ich an. Ich baue eine Mauer. Oh, das ist ja geil. Gut, also ich habe jetzt die Mauer da hingesetzt. Ich hätte die noch drehen können mit dem Mausrad. Hier sehe ich gerade. Okay. Und dann soll ich was machen? Backsteine reinlegen oder was? Hey, unvorbereitet ist ja auch nicht so lustig.
Nee. Oh, nein. Das war falsch. Backsteine, nein. Ah, Mauer. Ah, Mauer. Mauer. Abbrechen? Nein. Die Mauer. 15 Ziegel. Habe ich doch hier. Buch des Wissens, ja. Wo soll ich die denn hin tun, die 15 Ziegel? Oh. Ich glaube, jetzt ist was kaputt gegangen. Ja, das war's, Leute. Ich hab's gecrashed. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Das war's. Ja, wer zu dumm ist, der bestraft das Leben. Ist das jetzt nicht den Ernst, oder? Ja, ich hab's gecrashed. Herzlichen Glückwunsch, das war die erste Runde. Ich hab's gecrashed. Ich komme wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich musste neu anfangen, denn ich hab's einfach sonst nicht hinbekommen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Level anders angerichtet ist hier. Eingerichtet ist. Das Loch war doch vorher hier drüben. Ziemlich schräg. Positiv, aber schräg. So, Schließfach. Ich hole den Besen raus. Ich vermute mal, dass ich den wieder hier in die Waffe lege. Hm, kennen wir ja schon das Thema. Und das Werkzeugkasten, den haben wir schon raus. So, und dann verjagen wir hier den guten Kerl durchs Loch. Und dann wird gelesen. Ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, der eine haut wieder ab. Achtung, eine breitbeinige. Jawohl, und tschüss. So. Und jetzt bin ich gespannt. Eine kleine Menge Zement sollte komplett ausreichen. Gut. Wo ist denn die kleine Menge? Ich vermute im Regal. Ja. Welch Zufall. Einmal. Zweimal. Oh. Manuelle Herstellung. Bestimmte Gegenstände können ohne Werkbank manuell hergestellt werden. Öffne einfach das manuelle Herstellungsfenster in Windows Y oder unten auf den Knopf drückst. Mahlzeit. So, habe ich gemacht. Jetzt vermute ich, mit diesen beiden Komponenten stelle ich mal Zement her. Bis jetzt alles richtig. Und jetzt müssen wir lesen, liebe Leute. Bauen. Zum Bauen eines Konstrukts. Die Liste aller verfügbaren Konstrukte mit B öffnen, ein Rezept auswählen und den Standort bestimmen. Für die Dauer des Baus in der Nähe des Konstrukts. Aha. Okay, also. Das da oder B, klar. Und dann in der Nähe bleiben. Halte O oder 0, um Objekte im Baumodus zu verschieben. Na gut, also, wir machen hier auf. Und dann haben wir hier Konstruktion, nein. Was soll ich jetzt anklicken? Verdammt, eine Mauer. Ja genau, Mauer. Bauen. Und wenn ich jetzt hier hingehe, ich kann die also schon mal mit dem Mausrad drehen, da drauf, hier hin. Jetzt muss ich wohl in die Nähe gehen. Ja, so einfach. Ich wollte das Spiel schon löschen. Gut, also man muss einfach nur in der Nähe bleiben und tatarata ist die Mauer gebaut. Ja, ups. Was zum... Was will er sagen? Teufel, Henker, Kotbällchen. Was ist das? Hm. Keine Ahnung, ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. So, geht nicht. Gut, untersuchen. Na, trau dich. Oh, und ab geht der Peter. Ja. Wenn man an Dingen rumfummelt, von denen man keine Ahnung hat. Meistens nicht so gut. Ich muss hier nochmal eine perfekte Sitzposition finden. Dass ich ja schön nah am Mikrofon bin. Ja. Was ist passiert? Wo bin ich? Wer bin ich? Fisch oder Fleisch? Ich lohn's mal, was es hier alles gibt. Kartoffeln! Weizen. Ja, das ist, liebe Leute, hier das Land. Hier kommt und geht der Traktor, der Bulldog oder wer auch immer. Aber das kann ich nicht ändern. So, also, wir haben hier Kartoffeln mitgenommen. Weizen. Können wir ein schönes Brot backen. Stock. Das ist mit Sicherheit eine Waffe.
Ich habe ja kein Wesen mehr, wie man sieht. Ich bin auch hier nackt übrigens, da nicht. Das finde ich irgendwie verwirrend. Ne, der Stock ist keine Waffe. Das ist ein Rohstoff. Kann ich das ausziehen? Ja, genau. So. Ich finde, wenn man so strandet auf so einer Insel, dann gehört es sich so. Ja. Vielleicht die Schuhe, damit ich mir keine Entzündung an die Füße hole. Und das war's. Ja. Da ist eine Minimap. Auch gut. Hier neben sind wohl Steine. Apfel. Apfel ist zu essen. Stock. Steine. Wenn ich hier Control drücke, STRG links, hebe ich angeblich alles auf. Ah, alles, was in der Nähe ist wohl. Nö. Ah, wenn ich es pflücken muss, dann nicht. Aber wenn es liegt, kann ich es... Ah, verstehe. Wenn noch eine Aktion benötigt ist, zum Beispiel jetzt pflücken, dann geht es nicht. Aber wenn ich das jetzt hier pflücke, das und das und das, und sage dann hier Controllings, hebt er das alles auf. Gut, gut, gut. Traube. Lecker Traube. Sieht irgendwie komisch aus mit den Turnschuhen, gell? Und keiner Hose. Ich weiß auch nicht. Irgendwie so wie so eine Reportage. Hm. Dann ziehe ich mir doch mal was drüber. Okay. Ja, ich bin jetzt hier so ein Neuzeitmensch, irgendwo am Rand der Welt. Erfahrungspunkte 0 von 5, Level 1, Komforttemperatur. Ja, ich finde, man sollte viel öfter mal hier aus seinem Komfortraum raus, aus seiner Umgebung. 15 bis 30 Grad. Wie viel haben wir denn? Haben wir wohl eine Temperaturanzeige? Da, 25. Aber wir sind genau im komfortablen Bereich. Perfekt. Gut, was haben wir noch? Erlittener Schaden. 100%. Okay, gut. Also, den Apfel essen wir doch mal. Ah, wird gemampft. Passiert nichts, weil ich noch keinen Hunger habe. Sortieren. Auch kapiert. Verschiedene Settings. Auch gut. Okay, dann machen wir weiter, bevor wir hier Langeweile aufkommen lassen. Die Karte heißt Grüne Felder. Mehr kenne ich auch noch nicht. Okay, dann schiebe ich mal hier mein Bildschirm weg. Was haben wir hier? Aha, Karte klein machen. Gut. New herstellen. Splitter. Wurfsteine. Wer will denn Wurfsteine? Na gut, Splitter, Seil, Glut. Ich baue noch nichts, bevor ich nicht weiß, was ich brauche. Lagerfeuer. Nutzbar, um Gegenstände herzustellen. Na, das klingt doch gut. Also, wir brauchen Stock 5. 5 Stock. Okay, 5 Stock. Wo sind 5 Stock? Stock 1, 2, 3, Kartoffel, 4, 5 Stock haben wir. 5 Stock. Ich weiß mal, wisst ihr, wo das ist? Da. Was haben wir denn noch hier drin, was wir bauen können? Ein Schild. Herstellung, Lagerfeuer, Werkbank. Oh, die Werkbank wäre vielleicht auch nicht. Okay, brauchen wir viel mehr. Haben wir Werkzeuge, die wir bauen können? Farm, ein Korb. Lagerung oder Korb, okay. Lagerplätze 7. Mhm. Vielleicht despawnt das Zeug, wenn es auf dem Boden liegt. Entdeckertisch. Um neue Konstrukte und Anleitungen zu erlernen, kann innen und außen platzieren. Sieht mir ziemlich hier anfangsmaterialmäßig aus. Okay. Also, Lagerfeuer. Glut. Keine Feuerkonstrukte. Toll, es kann im Feuer erzeugt werden. Witzig, beißt die Katze in den Schwanz. Kann manuell hergestellt werden. Okay. Manuelle Herstellung. Glut. Ich hätte gerne eine Glut, bitte. Eine Glut, bitte, zum Mitnehmen. Eine Glut, bitte, für Tisch 6. Ja, trinke ich mal einen Schluck, währenddessen hier die... Oh, die Glut ist schon fertig. Herrje, ist die Glut schnell. Ich habe doch 5 Stöcke gesammelt, verdammt. Das kann doch nicht sein. Ach so, ich habe 2 für die Glut gebraucht, ja. Verdammte Glut. Stein, ich sammle alles ein. Stock, da liegt wieder ein Stock. Apfel, Stock. Ich sammle mit Kontrolle jetzt alles auf. Mit Grad Jacke. So, gut. Erstellung.
Wir brauchen unser erstes Feuer. Feuer? Bauen. Ah, ich habe Feuer gemacht. Dahin. Und ich vermute, wir müssen einfach nur nicht Wildtraff rumdrücken, sondern in der Nähe bleiben. Ja, ganz einfach. Dann löscht sich auch das Feuer nicht von alleine. New Fire. Gut, wir haben ein neues Feuer. Abgeschlossen. Super. Ah, jetzt können wir die Kartoffeln backen. Das machen wir gleich. Super. Einmal gebackene Kartoffeln und Glut können wir auch machen. Das will ich aber nicht. Glut ist blöd. Und Fleisch können wir machen und so. Ja, habe ich kapiert. Gut. Das heißt wohl, dass es fertig ist. Ja, Kartoffel. Es bringt alles nur Gesundheit. Ich vermute, es gibt gar kein Essen. Es wird alles nur für Heilung sein. Ja, das ist so meine Idee hier jetzt. Schildplatz, Waffenplatz, Munitionsplatz, Tasche. Okay. Ja, dann sehen wir weiter. Das war mal so die erste Runde eines völlig neuen Spiels. Es ist natürlich schon hart, so einzusteigen, wenn man gar nichts weiß. Und dabei noch dummes Zeug reden muss. Aber das Level an Chaos, was ich hier verbreite, wird maximal oder im besten Fall mehr werden. Das heißt, ja, das wird nicht besser. Vielen Dank fürs Zuschauen und die zweite Folge kommt natürlich im Anschluss. Und ich werde hier mal diese wundervolle Insel noch erkunden. Ich werde mich hier nochmal an den Strand legen, eine Runde Fische fangen und ja, mich dann wieder melden. Ciao, ciao.